Hi Bitch, falls du nur hier bist, um irgendeinen Rassistenscheiß in die Kommentare zu schreiben, dann schau das Video doch bitte vorher zu Ende. Danke. Außerdem gibt's noch was zu verkünden, und zwar bin ich jetzt aktiv auf Musical.ly. GTGT, der by the way voll das heiße Profilbild hat, schickt mich hart von hinten, du Sch schreibt: Ich schwore bei Gott, wenn ich den mal sehen würde, erstmal Nackenklatscher auf Haiwan-Modus, Alter. Jan Usun schreibt: Hör auf zu stöhnen, du Schwein, verreck, sterbe einfach, wer auch denkt, dass er in der Hölle verbrennen wird, schreibt unter diesen Kommentar. Ja, mein lieber Jan Usun, da dein Kommentar wohl leider auf null Zustimmung gestoßen ist, werde ich meine Engelsvagina wohl weiterhin dem Himmel der Südländer zur Verfügung stellen können, um dort gefistet zu werden, Bitch. Mr. Torduga Herr Menderes schreibt: Ich habe mir gerade in die Hand gefurzt und daran gerochen. Das, meine Base, ist eine der vielen Dinge, die ich nach dem Analverkehr nur einmal und nie wieder getan habe. Aber ich habe auch gehört, dass die AfD dasselbe getan hat, kurz bevor sie ihr Wahlprogramm geschrieben hat. Arox schreibt: Ich würde gerne deinen polieren und meinen richtig tief reinstecken. Hashtag no homo. Yes, Arox. Und ich würde gerade gerne in der Mitte einer Bukake-Party bestehend aus 12 Albanern alle Only Top Cut XL stehen und mir von diesen voll fett in mein beautiful face spritzen lassen. Aber Hashtag no homo. Vero Placenta schreibt: Der ist Türke. Das, meine Schwestern, ist eine Frage, die mir in letzter Zeit auch sehr häufig gestellt wurde, zu der ich mich aber, by the way, auch schon mal in Snapchat geäußert habe. Aber ich werde es jetzt nochmal tun. Ich kann euch beruhigen, ich bin kein Türke. Also alles okay für euch, okay? Aber ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt auch Moslems, die keine Türken sind. Und auch dazu gehören meine Wurzeln. Ich bin lange aus der Kirche ausgetreten. Aber trotzdem ist immer noch ein großer Bestandteil meiner Familie, nicht so groß, aber ich könnte ihn jetzt nicht aufzählen, meiner Familie immer noch Moslem. Und auch die kennen mein Content hier auf YouTube. Heißt, dass ich Lieder wie Allahu Akbar benutze oder auch Mashallah and whatever. Der Unterschied zwischen meiner Familie und den meisten von euch ist, dass dir das scheißegal ist. Also die kennen es eigentlich alle. Und entweder lachen die darüber oder die sind so, hä? Die verstehen es gar nicht und es ist voll egal. Und daran sollten sich so viele von euch ein Beispiel nehmen. Mir wird so häufig vorgeworfen, ich würde mich über diese Religion lustig machen. Und das ist kompletter Bullshit. Kann ich hier gerne ein paar Szenen einblenden, in denen ich mich genauso über das Christentum lustig gemacht habe, wenn man es so sagen will wie ihr? Da ich jetzt nebenberuflich Nonne bin. Was gibt's da zu lachen, Bitch? Benutze ich die dritte Kussart in der Beichtkammer der Kirche oder falls der Papst mal wieder vergisst, mein Gehalt auszuzahlen. Es wird mir immer vorgeworfen, ich dürfte diese Musik nicht für meinen Content benutzen. Aber wer sagt das? Denn selbst das steht nicht im Koran, to be honest. Ich meine, ihr sagt doch auch alle Schwucht und Schwul und ihr seid es zu 90% wahrscheinlich nicht. Und sag ich, oh, du bist nicht schwul, du hast nicht das Privileg, das zu sagen, das darf nur ich, weil ich schwul bin? Nein, jeder Mensch ist gleich. Und wenn es da Lieder wie dieses Allahu Akbar Lied gibt, dann, was sicherlich übrigens nicht zum Beten benutzt wird, mal so by the way. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ey, mal to be honest, jeder, der mit diesem Lied betet, den feier ich extrem. Jeder Mensch, dasselbe Recht, diesen Scheiß für alles zu benutzen, was er möchte. Stellt euch kurz vor, ich auch als Minderheit würde mich über jedes Schwul, über jede Schwucht in jedem Thumbnail oder Video aufregen. Also bitte, hört doch einfach auf, euch bei jedem Scheiß angegriffen zu fühlen. Denn da habt ihr nicht das Recht drauf. Allahu Akbar hat ja nicht mal eine böse Bedeutung, warum darf ich es denn nicht sagen? Damit ziehe ich doch praktisch den Islam nicht mal in den Dreck, sondern sag einfach nur was Gutes. I don't get it, das ist so unlogisch. Ich habe das nicht böse gemeint, ich habe einfach nur das durch Zufall auf YouTube gefunden und habe diesen Song einfach voll gefeiert, weil es einfach voll geil ist. Ey, ganz ehrlich, hört ihn euch nochmal an, der ist so Hammer. Entweder darf das jeder sagen oder niemand, weil alle Menschen sind gleich. Wenn wir hier für Gleichberechtigung kämpfen, dann sollten wir auch alle dasselbe Privileg haben und uns nicht in irgendwelche scheiß Gruppen einteilen. Also nichts gegen Religion oder so, ich persönlich vertrete keine, aber diese ganzen Trennung und diese ganzen Privilegien, die wir uns selbst geben oder anderen Leuten nicht geben, das ist der größte
Scheiß auf dieser Erde. Und solange es das gibt, also diese Privilegien, jetzt nicht, dass ihr denkt, ich meine den Islam oder so, also no racism on this channel, wird diese Welt auch nicht besser. Da glaube ich fest dran. So. Und deshalb, meine Base, ich hoffe, ich konnte meine Meinung hierzu klar ausdrücken. Und ich will jetzt auch nochmal hier am Ende sagen, dass das letzte Video war, in dem ich irgendwas Religiöses benutzt habe, in dem ich irgendwas Religiöses aufgefasst habe, weil ihr wisst, Hater-Kommentare sind bei mir immer sehr gerne willkommen, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr keine Zeit habt. Aber diese ganze Rassisten-Scheiße, die momentan in meinen Kommentaren abgeht, da habe ich keinen Bock mehr drauf und da will ich mich selbst nicht mit identifizieren und auch meine Zuschauer eigentlich nicht. Also, you're always welcome to my vagina und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war geil. Dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn nicht, alle Daumen nach unten landen in meinem fetten, religiösen Po. Und ja, always stay fancy, never stay racist und abonniere mich so billig wie noch nie, nämlich gratis Bild. See you next time on my channel. Fancy.